Hey, ja, also herzlich willkommen zurück zu Urban Bungle von Two Point Campus. Wir haben unser erstes Jahr abgeschlossen und dieser Campus hat's in sich. Wir haben gleich vier Kurse von Anfang an. Wir haben als Aufgabe 10 Sachen zu upgraden. Wir sind daran, den zweiten gleich zu erreichen. Bin mir nicht sicher, was das tatsächlich ist, aber wir brauchen einen Research Lab dafür. Und das wird auch der Grund, ist auch der Grund im Endeffekt. Zweierlei im Endeffekt, warum wir von Anfang an zwei Lehrer hatten, die viel zu teuer sind. Die anderen beiden Aufgaben haben wir schon geschafft, also ich erhoffe einfach mal. Ich meine, so oder so werden wir vermutlich diesen Teil so strukturieren, dass wir heute Level 1 abschließen, Stern 1 abschließen. Die große Herausforderung ist jetzt trotzdem erstmal Jahr 2, denn vier Lecture Theaters, ein weiterer Robo Construction, wo wir weiterhin sagen können, der erste ist schon zu klein. Ein weiteres. Oh, wir brauchen ein Robo Construction und ein Robo Design. Oh je, oh je. Wir haben Level 10 erreicht unseres Campus. Das heißt also, wir könnten nur für 250.000 mal oben drauf legen. So, wir haben zwei Gebäude, die bereits bereit stehen, um angepasst zu werden. Denn das hier, das kann, will ich mit dem Gang da in der Mitte. Wir werden anfangen, hier schon mal Sachen zu überarbeiten. Please. Not. Gimme. Campus Building. Warum muss das Building 5x5 groß sein? I don't get. Ach so, man geht denn hin, sagt das so richtig. Immer so ein bisschen anders, als man es erwartet. Ja, das muss jetzt hier gemacht werden, wenn wir können den Platz wirklich besser gebrauchen. Das gleiche zählt auch für hier oben. Oh Mann. Brauchst nicht jedes Mal das Ding wieder zu machen. Thank you. Okay, damit haben wir Plärrmatsch geschaffen, genau. Mehr Platz geschaffen. Da muss ganz echt zugeben, ich will das auch so machen. Scheiß auf den Boden. What now? Ernsthaft, das ist super wichtig. Ich lasse auch mal ganz kurz das laufen, damit es abgeschlossen wird. Damit haben wir das Ding nämlich, ja, bei Weitem besser. Fragt mich nicht, wie man den Boden wegmacht. Hier. Ich habe mich damit nie beschäftigt. Das ist so. Denn doch nicht interessant für meinen Geschmack genug. Was würde man da reinsetzen? Haben wir beim letzten Mal schon gesehen und ich war mir nicht sicher. Ich hätte ja verstanden, wenn man sagen würde, das wäre. Na, no. Jetzt, wenn ich sage, ich baue da nur. Nur eine Sache rein. Da sagt, da ist jetzt Research drin. Da ist jetzt der Trainingsraum drin. Die Sache ist ja, das sind ja nicht die offiziellen Wände des Research Raums, sondern das ist ja erstmal nur das Gebäude. Das heißt, man müsste dann da drin noch was reinzimmern. Was ist das da eigentlich? Ein Place. Aha. Ja, wenn man sich mit so einem Schrott nie beschäftigt, woher soll man das wissen? Okay. Ich würde mal sagen, der Spaß kann hier alles. Achso, das darf jetzt nicht weg, weil es ja immer noch Teil des Gebäudes ist. Ja, schade. Warum darf ich das jetzt nicht verbinden? Zählt das nicht als ein Gebäude? Meine Güte. Yes. Das da. Yes. Es ist furchtbar, mein lieben Freund. Das zählt nicht als ein Ding. Ich verstehe es nicht. Will die Dinger miteinander kombinieren? Denn das, was ich hier sehe, ist vollkommener Schwachsinn. Muss ich das Ding komplett abreißen? Könnte ich das Ding komplett abreißen? Campus Building 3 und Campus Building 4. Warum werden mir die Dinge jetzt offiziell nicht angezeigt? Okay, machen wir es mal andersrum. Wenn ich das Ding jetzt ausbauen wollte,
Ist halt so merkwürdig, weil die gefühlt auf einem dem gleichen Bereich sitzen. Campus Building 3. So, wenn ich jetzt sage, Campus Building 3 darf bitte wieder mal größer werden. Okay, also ist wirklich alles nur eine Frage von. Wie das Ganze aufgebaut worden ist. Ja, das geht in Ordnung. Es geht auch in Ordnung, dass da nur zwei Eingänge sind, da habe ich mal. The summer is a good time to relax and prepare for next year. Schön, dass das nicht scheiße aussieht. Oh, da ist noch ein Raum. Bye. Ich glaube, wir brauchen nicht unendlich viele Eingänge. I hate this. Okay, great. So. Unendlich viel Rummelplänkel. Aber jetzt haben wir es. Wir haben ein bisschen Geld. Wir hätten die Möglichkeit, dieses Geld zu verdoppeln. Wie bauen wir das auf, ohne dass es dumm wird? Ideal wäre ja natürlich, und das ist das Gute, dass ich immer noch diese Liste dafür offen habe, dass die Sachen ungefähr in der gleichen Ecke hocken. Das heißt also zum Beispiel, das VR-Lab sollte dort sein, wo Virtual Normality und das Internet-Ding ist. Einfach damit die da halt nicht unendlich lange laufen müssen. Ich glaube, sonst haben wir auch keine Sache, die sich überlappen. No. Außer die Lecture Theaters, theoretisch, aber. Ja, solange wir da vielleicht 2-2 setzen oder ähnliches, sollte das in Ordnung gehen. Wir können logischerweise ein paar Sachen hier oben lassen, nicht alles muss wandern. Ich denke, was wandert, ist ganz klar. Robo. Die Robotics müssen da raus. Denn das Problem ist, dass die bereits zu klein sind. Das heißt, wenn wir da die Möglichkeit haben, das größer zu machen. Ich wollte schon fragen, ist es ein Eingang? Zum Glück nicht. Ja, müssen wir die jetzt so groß machen. Ja. Diese Dinger werden wieder chunky. Anders wird's nicht gehen. Was will ich alles machen? Okay. Das Ding wandert da schön in die Ecke. Ja, von mir aus. Wie groß machen wir die Dinger denn tatsächlich? Die Tafel ist hier. Oh, das wird kosten. Ja, das wird alles schön kostspielig. Denn das Problem ist immer, man sagt wieder, oh ja, vielleicht gehen wir hin. Vielleicht gehen wir tatsächlich hin und sagen am Anfang erstmal alles einmal. Das sollte für jetzt schon teuer genug sein. Ja, ich denke, so müssen wir es aktuell ganz kurz spielen. Es ist, denke ich, besser, möglichst viel zu haben und möglichst vielleicht sogar tatsächlich doppelt, damit jeder da halt an sein Spielzeug rankommt. Ja, das Ding wird so teuer, aber das soll es jetzt auch erstmal tun. Was aber nicht tut, ist die Dinger jetzt leider. Sorry, ihr müsst woanders hinwandern. Denn ich würde dann doch ganz gerne. Auch wieder mal theoretisch, wo es steht, aber die machen ja theoretisch Schmutz. Also es ist nicht so, als würden die es nicht benötigen. Das wird auch so in Ordnung gehen, denn das Zeug ist eh schon schweineteuer. Okay, jetzt haben wir ein Ding geupgradet. Was aber, werde ich das Ding auch nochmal ganz kurz bewegen. Wenn ich sage, das Ding. Das ist ein bisschen schade. Ich will es natürlich nicht so überlappen, dass die Fenster weggehen. Das doof ist, aber ich will den Platz nutzen. Also was scheiß auf die Fenster. Ja, das ist teuer, das tut weh. Ist das damit schlechter geworden, Level 8? Es ist ein bisschen weniger Level 8, aber es ist immer noch Level 8. Das heißt, wenn wir es ernsthaft drauf anlegen, geben wir den vier Fenster einfach anderswertig. 1, 2, 3,
Bier. Damit habt ihr euer Bier. Sehr schön. So, das Lustige wird aber jetzt noch Robo-Design. Robo-Design. Habe ich das eigentlich auf? Ich habe irgendwelche Sachen aufgehoben. Ja, aber nicht das. Nur noch Marketing. Marketing ist übrigens auch lustig, denn du brauchst eigentlich bei weitem mehr Platz als 3x3. Dementsprechend, das Ding kannst du eigentlich auch knicken. So. Robo-Design 4x4 ist 4x. Ich meine, das Ding war eigentlich auch gigantisch. Ich mache das mal ganz bewusst gleich von Anfang an größer. Und wir gucken einfach mal, wo das hinführt. Und ich denke. Wirklich 4x8 benötigen und das dann irgendwann noch ein zweites brauchen, könnten wir den perfekt daneben setzen. Dementsprechend die Tür so zu setzen, geht vermutlich auch in Ordnung. Oh Gott, ich hab genau den gleichen Scheiß wie der drüben auch wieder. Es wäre schön zu wissen, was man hier schon hat und was nicht. Also das ist klar, das Ding wird benötigt. Das Ding kostet 35.000 von alleine und das spielt nicht mit. Ein Grund dafür. Ja, hier steht es halt gleich doof. So. Cube, der da drauf steht, ist nicht hier drin. Der da ist dort, der da ist dort. Das Ding ist theoretisch auch hier. Aber die Dinger gebe ich euch sogar, weil das sind einfache Tische, da können Leute dran arbeiten. Das klingt so ein bisschen merkwürdig, es ist aber tatsächlich der Fall, dass das sogar in Ordnung geht. Bei den anderen Sachen, das sind nämlich dann meistens Assignments, die sie dann außerhalb ihrer Schulzeit machen. Und dann ist es egal, ob die hier hingehen oder dorthin gehen. Also, wir können locker einmal Geld sparen. Ich hoffe, die Leute kommen da hin. Ach Gott, damit ich will nicht das ganze Geld dafür aus. Das ist die Gefahr von dem Ding. Aber wir bauen die einmal und dann in der Zukunft soll es das hoffentlich tun. Und dann kopieren wir die Dinger einfach nur in der Zukunft, beziehungsweise bei der einen Situation, warum auch immer da jetzt schon wieder nicht das Ding hin kann. Gut, das Spiel spielt nicht mit. Okay. Hier ein Bild von den beiden, weil ich weiß, das schreit bestimmt irgendwann jemand danach. Und da ist es in Ordnung, dass die da sogar da mehrmals vorkommen. Come on. Come on. Dankeschön. Ach so, uns fehlt noch was. hier. Okay, das ist ein Schrank. Wir brauchen immer noch die Lecture Theaters. Lass mich raten, die passen da beide nicht rein. Wir brauchen ein weiteres VR-Lab. Und wenn wir ganz ehrlich sind, das Ding ist auch schon für den Hintern. Ich denke, wir sind einfach so clever. Holen uns einfach nochmal extra Geld. Dann können wir das damit besser abdecken. Lecture Theaters und das VR-Lab. Lass uns gucken, wie sieht es mit diesem VR-Lab aus? Kann ich dieses Ding ansatzweise cleverer basteln? Ich denke, was wir ganz klar machen werden, ist hier die Fenster umpositionieren. Es klingt auf den ersten Blick leicht dumm, aber ich behaupte mal, es besser ist, dass das gute Zeug hier vorne gleichig befindet. Meine Frage ist, denn als wir das erste Jahr hier miterleben durften, haben wir gesehen, dass sie sich da mehr oder weniger darauf gestürzt und drum errungen haben. Wo ich mich dann halt jetzt frage, baut man gleich zwei von denen hier rein? Das Problem ist, würde ich zwei hier reinbauen, hätte ich nicht die Chance, das Ding einfach daneben zu platzieren. Na, vielleicht lebt man einfach damit. Schmeißt man noch einen VR-Projektor rein? Ist hier noch irgendwas anderes mit Freischalten? No. Ich denke, wir schmeißen hier noch den VR-Projektor rein. Das ist ein Ding. Und dann gucken wir, dass wir einfach von dem Rest noch ein bisschen mehr reinschmeißen. Denn aktuell ist das Platzverschwendung, was wir hier haben. Und wenn da wirklich mehr Studenten über die Zeit hinkommen, dass die alle was zu tun bekommen, ist, denke ich, nie verkehrt. Und wieso schaffe ich es immer, dass diese Dinger nicht perfekt positioniert werden? So, das ist Stufe 6. Dann, ja, gebe ich euch ruhig noch einen von denen. Pflanze will ich jetzt hier eigentlich nicht reintackern.
Okay, Level 7, das ist auch schon halbwegs. Okay. Das Ding muss irgendwann noch geupgradet werden, aber nicht jetzt. Das Ding ist super überfordert. Gut. Ja, okay. Da könnte man aber nochmal einen Stuhl in der Zukunft hinzufügen. Und jetzt noch zwei Lecture Theaters. Würde ich das Ding nicht anders aufbauen? Achso, das VR-Lab kann ja hier bleiben. Computer-Lab, das ist das Ding. Da habe ich Schiss vor, das Ding zu upgraden. Ich weiß, wie teuer die sind. Könnte natürlich Eisenhart versuchen, diesen Platz noch besser zu nutzen. Denke, das ist richtig. Denke ernsthaft, das ist richtig. Wir können uns aber überlegen, das Duplikat zum Beispiel so zu setzen. Weißt du noch nicht, für was wir den Raum benutzen könnten? Aber vielleicht lassen wir den so ein bisschen in den Spielraum. Das gleiche geht auch wirklich nicht hier, das so daneben zu platzieren, sondern so. Dann können die nämlich da durchlaufen, kommen schneller dorthin. Aha. Okay. So, jetzt würde man sagen, oh, nur noch die Lehrer. No. No. Wir sind noch längst nicht fertig. Wir brauchen mehr Schlafmöglichkeiten. Das wäre die Überlegung, das Ding einfach in die Mitte zu zimmern. Yes. Ja, das ist alles teuer. Das gleiche gilt theoretisch auch für die Dinger, wo ich mich frage, ob wir die Idee nicht hier. Das ist drei groß, ne? Ich muss denen die Möglichkeit geben, tatsächlich sich irgendwo auszuruhen. Zu entleeren, meine ich natürlich. Ist jetzt alles leicht doof. Zugeben, der Bereich hier so ein bisschen ungenutzt zu lassen, ist auch nicht ideal, aber den kann man immer noch mit anderem Schrott füllen. Mein Problem ist tatsächlich, wäre das. Ach so. Nee, das geht in Ordnung. Dadurch, dass wir da einfach keinen Platz möglich bereitstellen, können wir das hier einfach kopieren und das müsste dann in Ordnung gehen. Frage ist, ob man das ganz bewusst so rumstellt. Nee, die sind breit genug. Gut, dann lassen wir das ruhig so mittig. Und hier müssen wir, glaube ich, nochmal nachhelfen. Das Ding ist kleiner. Aber das soll ja auch schon mal für die Zukunft sein. Ja, die Dinger dürfen ruhig nach oben. Alles cool, alles cool. Das Ding andere, ja, das andere Ding hat auch zwei drin. Gut. Ja, also ich denke, das sieht vom Design insgesamt schon ganz ordentlich aus. Ist es perfekt? Das ist vielleicht eine andere Frage. Dürfen da wirklich sich so. Okay. Nice. Okay. Das war schon mal teuer. Überlegt. Wir hatten mit 260 oder was es waren, ungefähr 1000, eigentlich sehr viel Geld. Und das ist dann auf einmal doch stark aus dem Fenster geworfen worden. Okay, einen weiteren Internet-History. Und da muss ich immer noch mal sicherheitshalber gucken. Nope, da brauche ich noch nicht Start drücken. Ein Robotics. Ihr seid Robotics. Ich würde gerne einen besseren nehmen und ich muss auch weiterhin dazugeben, ich will eigentlich die anderen rauswerfen, weil ich nicht das Gefühl habe, dass die so einen großen Unterschied machen. Beziehungsweise, die sind auch schweineteuer. Und was brauchen wir noch? Zwei Science. Und das ist natürlich auch sehr hilfreich, dass ich die gerade hier einfach festhalte in der Zeit. Damit sie mir nicht weglaufen. Müsste ich sie nur anklicken können. So, und sorry, ich kann mir das nicht merken. Virtual Normality. Okay. Wir haben das jetzt geschafft. Die große Frage wird sein. Setze ich mich jetzt hin und schmeiß die beiden raus in der Hoffnung. Zwei neue einzustellen, die nur 1000 kosten. Eigentlich muss ich es machen. Die anderen beiden. Ja, wenn man sieht schon, der Sprung zwischen Level 1 und Level 2 sind 5500. Uff, das ist viel. Das ist viel zu viel. Dementsprechend, ja, ich werde die jetzt hier holen. Wir haben noch kein Research.
Nee, selbst wenn wir Research hätten, die sind viel zu teuer. Schlichtweg viel zu teuer. So, ich würde jetzt ganz gerne die eigentlich direkt suchen, aber hier fliegt einfach mal raus. Denn 20.000 pro Monat zu sparen, klingt nach einer sehr guten Idee. Bye. So, heißt, wir brauchen noch einen neuen Lehrer. Den kriegen wir auch noch. Klar, die Studenten werden jetzt ein bisschen darunter leiden. Da kommen wir nicht dran vorbei. Und dann wird die lustige Situation natürlich auch sein, wenn wir tatsächlich dann Research brauchen. Wäre lustig gewesen, wenn jetzt der wieder auftauchen würde. Ich bin Stufe 3 in dem und 5 Stufe 5 in dem anderen. Hooray, hier bin ich wieder. Gott, mein ganzes Geld. Yes. Sehr gut. Okay. Oh Gott, jetzt haben wir schon wieder 25 Punkte mehr. Könnte das machen, um nochmal zwei Lehrer hinzuzufügen? What? Wo kommen auf einmal die beiden Lehrer plus her? Eventuell natürlich clever und gucken. 9.000 ist, glaube ich, das Höchste. Dass wir den nochmal eingeben. Ja, okay. Einmal kommt dann noch ein Vierter und ein Dritter hinzu, ey. Internet History. Das Gefühl, dass da irgendwas nicht ganz sauber läuft. Lief. Und noch ein Robotics. Und dann geht's tatsächlich mit dem Jahr los. Und das wird dann vermutlich wehtun, weil das nochmal ein gewisser Unterschied ist. Come on and. Das ist Robotics, richtig? Ja. Sorry. Okay. Wir müssen also irgendwann tatsächlich jemanden in Research haben und dann wird das Lustige sein, wir brauchen im Endeffekt zwei Researcher, die alle vier abdecken. Also logischerweise Skill, Kurs 1, 2, Research, 3, 4, Research. Okay, sehr gut. Irgendwas tut mir so ein bisschen leid, dass solche Vorgeplänkel doch so lange dauern. Aber gleichzeitig muss man auch hervorheben, das macht das Spiel aus. Dieses Vorbereiten, dieses Durchdenken, no. Watercooler, das ist ja richtig, habe ich auch komplett vergessen wieder gehabt. Hier, ja, ich stelle das Ding einfach so hin. Und ich denke, ich bin so fein, stelle ich einfach ein paar mehr davon hin. Irgendwo. Irgendwo. Dahin, mitten in den Raum. Das müssen wir eigentlich auch mit dem Raum hier drüben noch machen. Hier sind nämlich schon einige unterwegs und wir haben hier so überhaupt nichts im Angebot. Ja, ein bisschen unfair, das verführerische Zeug daneben zu stellen, aber. Ach ja. Sorry, I'm on it. Bei den anderen Sachen habe ich so halbwegs drauf geachtet. Hier jedoch noch nicht so. Das Schöne ist, ich muss hier ausnahmsweise mal nicht Halt machen, um irgendwelche Leute hinzuzufügen. So, ihr wollt. Okay, so Speedwalking Wheel. Das ist auch noch. Oh, das zählt auch noch dazu. Okay, gut zu wissen. So, dann würde ich natürlich sagen. Also ich habe kein Geld. Ich habe kein Geld dafür. So, es müsste doch jetzt hier irgendein Event stattfinden, oder? Habe ich nicht gesagt, dass jetzt Film laufen soll? Yes, not. Ziemlich sicher, dass ich das eingestellt habe. So, ihr wollt einen analogen. Ja, das könnt ihr von mir aus sogar haben. Wenn es wirklich Leute gibt, die danach schreien. So, 50.000 plus. Damit hätten wir die eine Sache schon mal ohne Probleme geschafft. Ein Sci-Fi-Film. Genau. Und den sagen wir jetzt ruhig dauerhaft. Er kann ruhig dauerhaft gezeigt werden. Das kann den Leuten nur helfen. So, wir gehen hin. Und sagen weitere Upgrades. Und wir machen ganz bewusst mal erstmal alles von 1 auf 2. The Big Book Wanted. Of course. Das war jetzt nicht die größte Überraschung für mich. Ja, das kann ich aktuell nicht machen. Ja, und das ist die andere Sache. Wo ist mein Geld wieder hin? Wo ist mein Geld wieder hin? Ich hätte den jetzt eigentlich ganz gerne deren Student Launch gebaut, aber. Ach, die Dinger müssen auch noch alle verbessert werden.
25 Learning Power. Natürlich ordentlich. Kaffee. Ja. Oder ein Smoothie. Ich gehe mal vermutlich eher mit Smoothie als erstes. Und... ist da in die Ecke? Weißt du, was wir stellen den da in die Ecke, weil ich nicht wüsste, was ich da sonst hinstelle. Ja. Great. Schön, dass sich gleich hier jemand für diesen Beruf gemeldet hat. Mach mal. Also ich bin zufrieden mit dem, was wir hier offiziell haben. Klar, die müssen dann alle nochmal ein bisschen verbessert werden. Aber das passiert dann, wenn wir das Geld haben. Ja, Student Union. Yep. Student Union, Student Launch. I know. Geht also so ein kleines bisschen. Wie der gerade den Film geguckt, ja, glaub schon. Ich meine, das wird vermutlich nicht allen ernsthaft helfen, weil dafür, da frage ich mich. Wenn man von den Dingern mehr reinsetzen würde, müsste man irgendwann mal testen. Wenn man so zum Ende des Levels angekommen ist, eine Student Union bauen, die arschgroß ist und dann mehrere dieser Reihen erlaubt. Ob man, wenn man dann einen Film zeigt, die auch alle tatsächlich genutzt werden könnten. Wäre zumindest mal interessant zu wissen. Student Launch Party. Requires a Student Launch. Yeah, I guess. Okay, Student Launch. Das ist natürlich so ein bisschen ein Problem. Wo setzt man den Spaß denn tatsächlich hin? Und ich denke, die Antwort ist schlichtweg hier. Man sollte eigentlich immer mehr von denen haben. Ich bin schon vorbei. Student Launch. Am besten wirklich eigentlich pro Ecke. 3x3. Ich meine, man könnte natürlich versuchen... no, das würde vollkommen den Platz rauben. Vielleicht könnte man das Ding hier hinsetzen, wenn man die Dinger dann da runterwirft. Vermutlich, aber für jetzt werden wir vermutlich erstmal nur eine Student Union bauen. Und diese von mir aus kann ruhig ein bisschen größer sein. Kann man eigentlich mehrere Türen setzen? You can. Cool. Das macht es natürlich schon wieder durchaus interessant. Müsste man bei den Toiletten eigentlich auch schon fast machen. Ja, aber dann hätte ich kein Platz mehr für die... für unsere Kühlsysteme. Das wird wieder so ein Raum sein, der viel zu groß ist. Man einfach das Gefühl bekommt... ich wüsste nicht, was ich da tatsächlich reinschmeiße und... ja, das stimmt wohl. Aber solange da die Leute reinkommen... das sieht doch ganz cool aus. Das ist alles Schrott, der da reingehört, aber... ja, der gehört da rein. Ich meine, man könnte natürlich trotzdem gucken, hier so ein paar Sachen hinzustellen, weil es gibt immer wieder Leute, die danach schreien, tatsächlich. Okay, wir werden den aber auch hier das hier anbieten. Wenn kann ich das gleich daneben stellen, das soll ja bewusst sein. Und... ich lasse es mal ganz kurz bei den beiden erstmal. Ja, hier könnte man natürlich noch einiges anderes reinstellen. Ich reduziere mal eine Couch. Dann kann hier nämlich noch ein bisschen mehr Zeug rein. Okay. So, das Ding setzen wir mal ganz kurz da rein, aber wir wissen, wir wollen es eigentlich eher wieder so versetzt haben, denn... ist schon wieder dran vorbei. Irgendwie müssen wir den kompletten Raum damit ausstatten. Okay. Das ist schon mal richtig gut. Das Einzige, was wir jetzt natürlich noch anpassen müssen, ist... und wieder... nee, das ist drin. Hier unten ist nochmal aushelfen, genau. Okay. So, das war doch schon mal ein Anfang. Damit können wir nämlich jetzt eine Launch Party schon mal starten. Mehr Happiness und mehr Movement. Okay. Nur zu. Interessanterweise Average Dormitory Rating. Da warte ich eigentlich, dass hier keiner durchdreht. Das Ding ist nämlich relativ gut. Kaffee gibt's nicht. Wie viele wollen jetzt Mitarbeiter in Hotdog statt... okay. Student Union kommt irgendwo in der Zukunft. Warum läufst du da außen entlang? Obwohl, wenn ich zugeben müsste, wenn ich hier oben wäre und weiß, ich müsste da unten hingehen, würde ich nicht den Weg gehen, ich würde den äußeren Weg gehen. I'm weird like that. Yeah, party, party. Okay, wir müssen ganz kurz nebenbei trotzdem, denke ich mal, wieder einen John Eater einstellen, denn... dafür, das ist ein Upgrade-Skill. No. Das sind Newton, Leute. Die nur eine Sache simpel machen und dann auch nicht so viel Geld verlangen.
Leblos für Cutter, das ist immerhin mal etwas. Man müsste vermutlich auch ernsthaft überlegen, den Ding hier irgendwas da runterzuwerfen. Das ist zu warm. What? Hab ich den da. Ihr habt den die Kältesachen schon gegeben. Ist es zu klein? Ah. Interessant zu sehen, ja. Okay, ich meine, dadurch, dass wir wissen. Das ist natürlich ein Fenster im Weg. Nimm mal das Fenster. Und. Ja. Das muss ich auch toll anfühlen, einfach mal so ein Fenster rauszunehmen. Okay. Jetzt gibt's bitte nichts mehr zu heulen. Außer natürlich, dass ihr Durst habt, aber das ist da vorne. Oh, nicht ideal. Da sind so viele Leute drin. Ja, ich bräuchte theoretisch zwei von denen. Dass die Leute da in jede Ecke gehen könnten. Das Ding muss auch irgendwann geupgradet werden. Ja. Dark Hatch. Sure. Das Ding sieht immerhin niedlich aus. Also ich kann schon verstehen, warum man mehrere Eingänge haben möchte. Das geht in Ordnung. Ich behaupte, das ist das, was man Maximum braucht. Okay. Ja. Mein Glückwunsch. Wer die haben wollte, hat sie jetzt. Ja, the Gothic Bookcase, richtig. Das kann ich auch draußen hinstellen. Hier. Ich hätte zwei von denen. 700? What the fuck? Wo haben wir die Dinger denn bitte gekauft? Unglaublich, no. Also, ich behaupte mal, dass es eigentlich insgesamt soweit ganz gut aussieht. Lass uns mal ganz kurz darauf warten, dass wir die 2000 durchbrechen. 200.000. What now? Now. Yes, I guess. Night Booster schreit und ich reagiere. Ich stelle die auch raus. Die Dinger können auch draußen genutzt werden. Hier kannst du nebenbei jemand beim Pinkeln zugucken. Oder auch nicht mehr. Wir kriegen das schon irgendwie hin. Nice. 1200 ist zwar viel, aber mir war bewusst, dass da jemand danach schreien würde. So. Come on, Maintenance. Ich denke, ich stelle gleich zwei von euch ein. Weil ich weiß, ich brauch's. Okay, zwei Robotics. Hey, so will man das doch haben. Oh, ein A plus für Kumo. Nice. Bin Blindness. Ja, okay, whatever. Ja, also so langsam. Den Ort könnte man auch nochmal überlegen, für irgendwas Besseres zu nutzen. Der Ort ist sogar überraschend gut. Könnte aber besser sein. Entsprechend, weißt du was, ich mach's mal ganz kurz trotzdem noch das hier. Wenigstens dort auch schon mit Level 5. Gut. Dann machen wir das gleiche hier. Kann ich hier eigentlich noch eine weitere von diesen Pillensachen reinpressen, ohne... Hier. Das Spiel behauptet ganz gerne, nur um es dann nicht umsetzen zu können. Wie wäre es, wenn ich das Ding da hinten hinsetze? Aha, sehr gut. Das soll nämlich nochmal helfen. Oh, wir haben niemanden, der sich darum kümmern kann. Ja, und wie immer das Problem, dass hier halt auch nur so viel Zeug reinpasst. Frag mich wirklich, wie hilfreich die. Sehr schön. Die Fenster tatsächlich sind. Es fühlt sich an, muss aber nicht sein. Okay, gut. Gott, die schreien wirklich nach dieser Student Union Unlock Servers. Gott, ihr wollt wirklich, dass ich 15.000 für Gottverdammt Dings ausgebe? Okay. Warum auch immer ich nicht zwei von denen nebeneinander stellen kann. Ihr braucht wirklich nicht, weißt du was, du kriegst auch nur einen. Nicht mit mir. Ein Veggie. Ich will nicht unendlich Dummbatz ausgeben.
Wie viel Plus habe ich jetzt gerade? Auf einmal habe ich Geld. Okay. Dann wandern wir hier runter und starten mit Research. Dann können wir nämlich hier... Mach ich das hier drüben, wenn ich es da machen kann? Weißt du was, ich schmeiß es erstmal hier hin. Ach ja, das geht sogar auch in Ordnung. Ich glaube, super viel Raum sollten wir dem Ding eh nicht anbieten. Aha. Ja, yeah, really shouldn't. Aha, sehr gut. So, damit haben wir... Achso, wir haben jetzt zwei von den gleichen. Ist jetzt zwei unterschiedlicher? I have no idea. Lass mich das neu machen. Einfach, weil ich dem nicht traue. Warum passt das jetzt da nicht rein? Spiel! Machst mich fertig. Wie, das braucht wirklich zwei. Ja, schauen wir schon. Ja, okay. Was überlappt sich da jetzt? Das Bild? Links? Ja, oder? Dann kann ich das Ding auch nur... besser starten, wenn ich eh weiß, dass das dann nicht funktioniert. So, ja, das ist so ein doofer extra Aufwand für so eine Kleinigkeit, aber es ist nun mal notwendig, wenigstens Stufe 5 zu haben. Okay, sehr gut. So, und jetzt brauchen wir Leute mit Research. Du bist theoretisch jemand mit Research, aber die andere Sache disqualifiziert dich. Einer mit Internet History. Goddammit, warum seid ihr alle so dumm? Research und das da. Meine Frage ist jetzt, und das ist natürlich das Doofe. Bitte Research up select, begin sub new research, begin research. Wir wissen halt nicht, was Complete School of Thought Course Research. Oh, das ist ein Course. Of course. Das ist mir eigentlich zu teuer. Gehen wir wirklich hin und bauen jetzt auch noch einen... bauen wir jetzt wirklich auch noch einen Trainingsroom, damit wir einen simplen kaufen. Ja, here we go. Ich glaube, man könnte Geld kaum besser rauswerfen, aber... bevor wir hier bis übermorgen sitzen... Warum passt das da jetzt nicht hin? Dovi. Warum passt das jetzt da nicht hin? Doch, tut's doch. Okay, also die dürfen theoretisch davor stehen. Okay, dann geben wir euch hier noch was zu essen und zu trinken, falls tatsächlich darauf zurückgegriffen werden sollte. Das ist dann schon Stufe 5. Nicht schlecht. Okay, sweet. Ja, mit anderen Worten, wir gehen jetzt hin und... Internet und VR sollte das gleiche sein. So. Research. So, und das Wichtige ist, gleich von Anfang an sagen, danach gehst du zu Research über. Oh boy, was ist denn hier? Oh, wow, hi. Yes. A Science Shelf. Mein Glückwunsch. Hab da einen bekommen. The Winged Effing Serpent. Wir wissen, das Ding gehört hier draußen hin. Was man nicht alles macht. Warum schreien hier so viele Leute nach dem gleichen Record Rug? Für what? Einfach hier hin? Okay. Super Monitor. War ja klar, dass irgendwann jemand nach dem Hightech-Zeug schreit. War ja so effing klar. Okay, hier. No. Yes. Von mir aus. Coffee. Hotdog. Veggie. Okay. Gucken wir mal, ob wir irgendwelche Leute haben, die dumm genug sind, um da einfach nur zu stehen. Überraschenderweise nein. Leute sind dann doch zu clever für.
Ja, würdet ihr nicht so teuer sein, würde ich euch sogar nehmen. Um schon mal sicherzustellen, dass ich dann in Zukunft mehr habe. 34 plus 21. Das ist doch schon mal ja nicht verkehrt. B plus. Ja, besser ist. Wäre besser. Jetzt muss ich natürlich hier wieder so ein bisschen. Yes, genau. Jetzt, wo du fertig bist. So, wir haben Internet. Genau. Und dann sagen wir jetzt Virtual Normality. So, wir sagen hier schon mal, da dürfen zwei rüber. Als nächstes dürfen wir dann Robotics und Cytography kombinieren. Boom. Die Schwierigkeit von dem einen. Und dann volle Kanne in ein Buch einzurennen. Morsel Man Machine. Ihr wollt die da drin haben? No. No. Ihr kriegt eine, ja, aber nicht da drin. Ihr kriegt auch noch das andere Ding hinterhergeworfen. Und passend dazu natürlich auch noch. Schön Mülleimer. Muss vermutlich gucken, dass ich hier mehr Hand Sanitizer reinschmeiße. Ultra wichtig ist es nicht, aber hilfreich. C plus Weißbrot, jeijei. Dabei ist es so ein toller Campus bisher. Und du denkst hier, dich nicht richtig reinzuhängen. So, du bist schon fertig. Es beängstigt, wie schnell die sein können. Okay, gut. Dann Virtual Normality ist das gewesen, richtig? Könnte man nicht irgendwo hinspringen, danke. Ideal wäre, wenn wir jemanden hätten, der schon das könnte. Nope. Genau dich nicht. Du bist derjenige, richtig? Es ist Scientography und da brauchen wir nur noch Robotics. Nice. Wenn wir die jetzt noch Robotics hinterherwerfen, dann haben wir hier die ideale Combo. So, du bist fertig, das heißt, wir können schon hier mal anfangen. So, du könntest. Most courses ask their students to think about particular things, like math, orchids, or the letter J. But the world's hardest discipline is the study of thinking itself. It's a bit complicated to think about it, but if we get our heads around it, we can teach our students the school of thought. Okay, ist also ein komplett neuer Kurs. Mit anderen Worten, wir gehen dann auf 5 Kurse über. Okay, wir haben jetzt 4 Sachen geupgradet. Wir haben das Geld. Und dementsprechend, ich bin so frei. Wir gucken mal, ob wir es können. Of course not. Ich meine, wir haben einiges an Security, wenn wir es ernsthaft bräuchten oder wollten, aber. Nice. Ich werde nämlich jetzt hier so ein bisschen beschleunigen. Nicht zu schnell, sollte klar sein. Aber doch schnell genug, dass wir hier tatsächlich irgendwann dieses Ziel erreichen können. Meine Angst ist das da. Oh, schon wieder vorbei. Oh, oh. Oh, und ich sehe auch schon, wir sind schon 43 Minuten in diesem Teil. Uff. Ich wollte eigentlich jetzt hier demnächst den ersten Stern. Ach du heilige Makrele. Den ersten Stern abschließen. Ja, machen wir erstmal das hier. Aha. Aha. Great. 5, immerhin als Durchschnitt. Das geht fürs zweite Jahr in Ordnung. Was aber nicht in Ordnung geht, ist, wie viele von den Dingern wir hier benötigen. Wie machen wir das? Robo-Construction, wir brauchen noch einen von denen. Das ist jetzt beängstigend. Das ist wirklich beängstigend. Wir brauchen ein weiteres Science Lab. Das ist das. Na, no, nicht du. Auch nicht du. Oh. Robo-Design. Wovon wir interessanterweise kein weiteres brauchen. Computer Lab. Das ist VR Lab. Das ist Science. Das ist das schweineteure Ding auch noch. Ja. Es wird darauf hinauslaufen, dass wir das nach unten verschieben. Achtzigtausend. Ach du Heilige. Das wird jetzt vermutlich ein bisschen brutal. Wir schieben dich nach unten. Das ist natürlich auch noch so ein Raum, der so richtig doof von der Sache ist. So, wir kopieren den, haben jetzt zwei davon. Die Fenster gehen flöten. What ifs? Ach, das verschlechtert den Raum natürlich.
drei tollen Fenster zu verlieren. Great. Okay. Nexus Theater. Wir haben jetzt Star-Raum bekommen. Dafür haben wir keinen Platz. Wir könnten da noch reinzwängen, aber man könnte auch überlegen, da runter zu wandern. Ich meine, solange wir nicht ins Minus wandern. Das sieht natürlich toll hier aus. Ist es alles in Ordnung? Ein VR-Lab. Er wird wohl darauf hinauslaufen, dass das VR-Lab einfach darüber wandern würde. Man könnte überlegen, alle Theaters in eine Ecke zu werfen. Dann hätte ich kaum noch Platz. Ich muss die da wegkriegen. Das Problem ist, ich musste trotzdem irgendwo noch haben, die Toiletten. Aber vielleicht geht man jetzt hier wirklich einfach hin. Oh, das passt da sogar hin. Invalid item? Which one? Ach so, das Fenster. Whatever. Fenster. Kann man gerne woanders hin platzieren, dann hat sich das auch schon wieder. Thank you. Okay. Das sieht ein bisschen doof aus, es soll es aber tun. Gott, ist das dumm. Das so zu sehen. Heieiei. Ja, und nicht nochmal kopieren. Könnten wir das Ding nochmal um einen vergrößern, wenn wir wollten. Und die Dinger müssen eigentlich auch raus. Oder bewege ich das Ding trotzdem noch weg? Dass man da unten so eine Lecture-Theater-Ecke hinsetzt. Das Problem ist, dass die vermutlich nicht alle da in die Reihe passen. Ich denke, für jetzt lassen wir es erstmal so, wie es ist. Wir setzen hier einfach nur einen von denen dahin. Wie auch immer da schon wieder flöten gegangen ist. Jetzt brauchen wir noch ein Robo-Construction. Das ist das Problem. Die Dinger sind nämlich gigantisch und ich glaube, dass der nicht dorthin passt, oder? Lass mich das Ding mal ganz bewusst hier rüber bewegen. Ich habe natürlich auch hier wieder alles irgendwo am Flöten gehen. Wenn ich jetzt sage, copy this. Doch, das passt sogar da relativ gut rein. Hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Den Punkt, dass man... doof ist, dass wir so oder so Platz verschwinden. What's the problem now? Invalid item. Ein dummes Fenster mal wieder? Ja. Okay. Den Platz kann man definitiv alles noch ein bisschen besser ausnutzen. Mehr davon, das Ding jetzt so hinzuplatzieren. Genau. Das soll im Endeffekt Wurst sein. Okay, und Lehrer. Welche? Internet Science Virtual. So, die auch gleich mal wieder zeigen. Und alle für den Arsch. Ich weiß. Internet Science. Ja, ich weiß jetzt noch nicht so ganz, wie ich das jetzt hier für den Rest aufbaue. Ich denke, ich werde jetzt in den letzten 5 Minuten noch tatsächlich hier... Was war das letzte schon wieder? Robo. Ne, Internet. Tatsächlich hingehen und... Oh, der Kollege ist fertig. Und abgehauen.
Genau, du bist auch fertig gewesen. Sehr schön, du arbeitest jetzt also offiziell hier. Und ich würde sagen, wenn die unten da jetzt so arbeiten, dann müsst ihr auch das noch bekommen. Gut. Wir haben sehr viel Geld gehabt und wir haben mit den Fingern geschnipst und weg war das Zeug. Fast wie im echten Leben. Okay. Oh great, hier ist noch so einiges, was wir eigentlich machen müssten. Ah, zum Glück ist es insgesamt alles relativ zügig machbar. Der Rest ist einfach noch nicht relevant genug. Okay. Starten wir einfach schon mal so ein kleines bisschen dieses Nacht, du Heilige. Ich habe ja so viele Punkte, die ich noch vergeben könnte. Das sollte ich vermutlich jetzt gerade mal ignorieren, denn ich habe kein Geld. In der Sekunde, in der wirklich ein Kurs nochmal irgendeinen Raum verlangt, hätte ich ein bisschen geschissen. Ich erhoffe mir, dass wir hier genug Geld jetzt machen. I can't see. No end. Angeblich schon. Hey, Edmund Dick und Schattenmensch sind Freunde geworden oder Great Friends sogar. Irgendjemand, der. No. 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 Der würde sogar theoretisch gehen. Der ist interessant, weil er beides kann. Der ist Level 7. Das ist 35. Das ist natürlich eine Ecke. Und denen ist er da schon wieder zu warm dort drin. Ja, ihr habt so ein paar von den Dingern verloren gehabt, aber das geht noch. No, das neue Jahr hat gestartet. Ruhe. Das Speedrunning-Dingsbums. Yep. Ihr schreit danach, das geht also in Ordnung. Drei Leute wollen mittlerweile den Kiosk. Du gehst weg. Weg damit. Oh, Level 6 Internet History oder Book Club, genau. Ja, also gucken wir noch mal ein kleines bisschen. Wir wollen erstmal wissen, jetzt hier, erster Monat ist ohne XP, aber wie viel kriegen wir pro Monat? 62.000. Oder 8.000. Also da wurde schon mal was getan. Jetzt wollen die noch einen Supercomputer. No. No. No way. Ja, das könnte man auch nochmal upgraden. Ja, also das muss man wiederum der Sache lassen. Upgrades oder Campus-Level steigt relativ zügig, aber wir müssen natürlich auch viel machen dafür. Okay, also das Ganze läuft auf maximaler Geschwindigkeit. Ich gehe mal davon aus, dass diese Sache nicht sofort losgeht. Nur weil wir das jetzt bekommen. Ich kann mir vorstellen, dass dann Level 2 wiederum sagt, dass wir das dann brauchen oder ähnliches. Ja, ich weiß, ihr braucht eine Student Union und ich brauche Geld. Ja, die ganzen Dinger hier, die müssen wir irgendwann tatsächlich mal upgraden. Die habe ich jetzt schon so viele Kurse gehabt und nie upgegradet. Aber es geht halt nur so schnell. Aber immerhin haben wir jetzt zwei Leute hier daran arbeiten können. In vielerlei Hinsicht können wir das nicht garantieren. 90.000. Photostat. Ja, okay, aber. Ja, okay, aber nicht okay. Hier, ganz in die Ecke kann ich es stellen. Okay, ihr kriegt das da. Kann ich euch das irgendwie das andere Ding da andrehen? Heilige Makrele. Okay. Nope, das will er nicht hin. Das ist lustig. Ah, jetzt. 52.000. Aber hallo, plus 10% Learning Power. Also, man weiß jetzt schon automatisch, wer die bessere Seite ist. Okay, die andere Seite versucht jetzt auch noch mal ein bisschen mitzuhalten, auch wenn es nur zwei sind. Virtual Normality, yes. The Bookcase, of course. War klar, dass das Ding hier irgendwann verlangt wird. Ja, dass man. Also, da finde ich es cool, wenn man einfach alles besitzen könnte. Nicht halt nur so eine Ecke oder ähnliches. Thanks. Ich wollte die Stelle eigentlich anderswertig nutzen, aber das ist vermutlich cleverer. Ja, ich weiß, ihr schreit alle nach irgendwelchen Konzerten und ich habe keine Konzerthalle. Oh Gott, Average Dormitory Ratings. Ja, das wird wohl darauf hinauslaufen, dass ich hier ein extra Ding hinpflanzen muss. Was darauf hinauslaufen wird, dass ich eigentlich auch hier unten Toiletten hinsetzen müsste. Ja, eigentlich schon, ne? Wenn die hier unten auch alle abhängen.
Yep. Welches von denen ist es? Die sind eigentlich genau gleich in der Hinsicht, ne? Mhm. Okay. Ist das schon die richtige Reihenfolge? Yes. So, mit mehr Dorms hoffen wir uns logischerweise, ja, das Dormitory Rating ist nach oben gegangen, aber das ist nicht alles. Wir bekommen mehr Geld. Denn die Leute zahlen dafür. Miete. 16.000. Immerhin. Okay, wir haben jetzt noch 5 Minuten. Ich würde sagen, ich werde den Rest hier noch alleine machen. Also wenigstens einen Stern im zweiten Level oder zweiten Video von diesem Level gebacken bekommen. 91.000 ist eine gute Menge. Und da ist Stern Nummer 1. Und das ist das Unlock. Everyone seems convinced that robots are our future, but is it possible that we are actually their past? I suppose it's all a matter of perspective, and frankly, that kind of thinking makes me frightfully sleepy. Whatever happens, just know that I hold you responsible. Okay, ich muss hier ganz kurz in meiner Student Union noch was platzieren. Das Schöne ist, Student Union können scheinbar auch ohne Probleme Sachen stattfinden, selbst wenn da niemand aktuell arbeitet. So, auf jeden Fall. Stern 2. Ha. Level 13 Studenten. Attractiveness Rating. Das sollte relativ schnell gemacht sein. Das machen wir auch einfach jetzt noch. So doof es ist, aber das sollte nicht die größte Herausforderung sein. Wir haben Leute, die Level 13 sind, oder? 30 Stück. Kriegen wir das nicht hin? Ernsthaft. Warum auch immer das mit dem Level sortieren so überhaupt nicht funktioniert, dass immer nur Level 4 dazwischen. Ja, also, ich bin mal so frei. Achso, das Jahr ist noch nicht vorbei. Ha, mein Fehler. Die Frage ist, ob die dann halt neue Studenten sein müssen. Wir haben 105 Punkte. Ich muss ja ganz ehrlich zugeben, dass ich da eigentlich nicht viel machen will. Einfach weil wir so viel hier... Oh ja, die verlangen ja jetzt schon weiterhin so viel Neues. Ich denke, ihr habt gesehen, was verlangt wird. Vielleicht starten wir den nächsten Teil damit einfach so. Dass man einfach sagt... Oh Gott, wo soll ich denn Robo Construction sonst noch reinpressen? Ah. Das ist ein bisschen doof, weil ich will den einen jetzt eigentlich nicht wegschieben, aber das, darauf wird es hinauslaufen. Die Toiletten kann ich leider auch nirgends woanders ernsthaft hinschieben. Ich werde den Platz einfach dann da unten nutzen. Ich denke, damit werde ich den hier verschieben. Ganz simpel. Das ist natürlich nicht ideal als Platz. Natürlich alle doof als Platz. Okay. Sorry, aber ich werde euch mal ganz kurz das Licht rauben. Ja, hier ist wichtig, ich habe schon angefangen, auch die neueren Computer hier hinzustellen. Und der Witz ist, dass ich ganz bewusst nicht beide ersetzt habe. Weil das dann nämlich nur dazu führt, dass irgendwann jemand nach dem alten Zeug schreit. Okay, jetzt haben wir den darüber geworfen. Jetzt gucken wir noch hier gemeinsam. Kann ich das Ding da einfach natürlich nicht so rüberwerfen? Das ist wirklich leicht schade. Ich muss dann gleich mit der Wärme nochmal arbeiten. Wie sieht denn das aus? Nicht wirklich ideal. So, was ist jetzt euer Problem? Achso, die Fenster mal wieder. Ja, okay, ihr seid trotzdem noch Level passend. Ja, dann so doof das Out. No, nicht das. No, nicht das. Jetzt wurde natürlich das upgradete Ding gelöscht. Thank you. Das ist furchtbar. Okay, und dann, indem wir jetzt hier wieder Geld investieren dürfen.
Aber ich habe das Geld nicht ansatzweise zurückbekommen. Robotics Teacher. Gut, dann würde ich sagen, damit kommen wir für heute zum Ende. Ich werde nicht diese Kurspunkte anfassen. Ich glaube, das würde nur dazu führen, dass sie nach mehr schreien. Man könnte maximal überlegen zu sagen, es ist in Ordnung, dass sie nach mehr Lehrern schreien. Ja, mehr Lehrer geht in Ordnung. Ah, und ich habe hier irgendeinen Lehrer gerade hinzugefügt, dem nicht gesagt, dass er... Ach, great. Den jetzt zu finden wird lustig. Okay, das mache ich dann auch offscreen. Virtual Normality. Das da. Okay. Damit haben wir nochmal ein paar Punkte ausgegeben. Es ist immer noch ungewohnt, dass man nicht ganz bewusst alles sich hier holt. Aber vielleicht, wenn ich sehe, wie viel Geld ich mittlerweile schon wieder habe. Vielleicht gehe ich dann wirklich einfach hin und baue dann auch in der Zwischenzeit schon mal weiter aus. Denn irgendwann werden sie nachschreien. Und dieses Gebäude sah auf den ersten Blick besser ausgebaut aus, was ich denke im Verhältnis zu dem anderen richtig ist. Aber trotzdem habe ich das Problem, hier was unterzubringen. Das kleine Ding ist da... Okay. Ja, das Ding ist von Anfang an besser. Und mich frage, ob man das Ding nicht gleich empty... Withbuilding ist gleich wie empty. Ich glaube, ich baue es trotzdem empty, weil ich den kompletten Bereich hier nutzen will. Irgend sowas. Aber das soll für heute nicht mehr euer Problem sein. Ich melde mich dann zurück, wenn ich Stern 2 dann... Oder den nächsten Teil starten wir dann gemeinsam mit dem Abschließen von Stern Nummer 2. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich verabschiede mich. Und bis dann.